Wie schafft man es, Lücken in einem Beet zu füllen? Ganz einfach. Hier auf der Gartenschau in Wolfseck am Hausruck in Oberösterreich ein paar Beispiele, wie das am besten geht. Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Die Zinie, eine wunderschöne Sommerblume, die Lücken perfekt schließt. Kennt man aus dem Großmuttergarten, Pflanzen, die üppig wachsen und jetzt noch als kleines Pflänzchen gesetzt werden können. Die neuen Sorten, die man hier zum Beispiel auf der Gartenschau in diesen wunderschönen Sommerblumenbeeten sieht, sind besonders breit wachsend und schließen die Lücken. Daneben der Salbei, eine Pflanze, und zwar die purpurfarbene Form des Salbei, eine Pflanze, die ebenfalls für trockene Standorte geeignet ist und perfekt geeignet ist, die Lücken, die jetzt von den Zwiebelpflanzen zurückgeblieben sind, weil die Blätter eingezogen sind, von den Tulpen und von den Narzissen, schließen. Auch eine Pflanze, die ich besonders schätze, Basilikum, und zwar das Strauchbasilikum. Mehrjährig sogar, kann man im Herbst ausgraben und jetzt bekommt viele, viele Blüten, ein toller Magnet für Bienen. Ganz besonders wuchskräftige Pflanze für solche Sommerblumenbeete ist die Cosmee, das Schmuckkörbchen. Da gibt es zum Beispiel hier auch eine neue Form, nämlich kompakt wachsend in rosarot und daneben diese orange kräftig leuchtende Form. Diese Cosmeen sind wunderbar, weil sie sich auch aussehen. Und bei mir im Garten gibt es an allen Ecken und Enden immer Cosmeen. Diese Pflanzen sind zum Teil vom Vorjahr, zum Teil über den Kompost ausgesät worden. Eine Pflanze, die absolut problemlos ist. Das Schöne, sie wird von den Schnecken nicht angerührt und das ist in einem Jahr, wo viele Schnecken sind, ganz besonders wichtig. Eine Pflanze, die auch nicht fehlen darf, das ist die Ringelblume. Hier auch eine besondere Form, nämlich eine gefüllt blühende. Sonst schaut man ja immer auf einfache Blüten, damit die Pflanzen für die Bienen attraktiv sind. Aber da und dort gibt es natürlich auch solche gefüllt blühenden Formen. Lauter Pflanzen, die Lücken in Beeten füllen. Wichtig ist bei der Gestaltung von Sommerblumenbeeten auf die Höhe zu achten oder wenn man zum Beispiel Lücken in einem Staudenbeet schließen will. Spinnenblume, eine Pflanze, hier jetzt nur die Blätter, später wirklich über die anderen Pflanzen hinausragend mit wunderschönen Blüten. Oder ein Magnet für Schmetterlinge und andere Insekten, die Verbene, Verbena bonariensis. Eine Pflanze, die über den anderen Pflanzen mit ihren Blüten gaukelt und die Schmetterlinge anlockt. Genau das sollte man beachten, wenn man solche Sommerblumenbeete setzt. Und hier auf der Gartenschau in Wolfseck findet man einige Beispiele dafür. Die Gartenschau hier in Wolfseck dauert genau 100 Tage, also bis September, und spiegelt das Motto perfekt wider, nämlich Hang zur Vielfalt. Das Schönste an Wolfseck ist der Ausblick in die Landschaft hinaus. Das ganze Alpenvorland liegt Wolfseck zu Füßen und das sieht man hier bei diesem Fenster ganz besonders. Hat übrigens auch eine besondere Bedeutung. Wolfseck ist Friedensgemeinde und dieses Fenster wird das Friedensfenster genannt. Also der Blick in die Landschaft hinaus, um quasi Frieden überall hier zu stiften. Ansonsten gibt es sehr, sehr viel für die Kinder zu sehen, nämlich viele Kinderspielplätze und dazu auch lukullische Genüsse in allen Varianten, zum Beispiel beim Schloss ein Café in der Orangerie. Ich wünsche viel Spaß beim Garteln.